Ich rufe auf die Frage 501. Das ist die eine Frage der Kollegin Löber. Ich frage die Landesregierung, welche Maßnahmen ergreift sie, um Journalisten vor den steigenden Angriffen auf Reporter bei Demonstrationen und anderen Einsätzen besser zu schützen, wie dies von den Redakteuren der öffentlich-rechtlichen Sender mit einem Schreiben an die Innen- und Justizministerien gefordert wird? Herr Minister Beuth. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Frau Abgeordnete, Angriffe auf die Pressefreiheit sind Angriffe auf eine pluralistische Gesellschaft und die Demokratie in unserem Land. Dies gilt es abzuwehren bzw. stets eine freie Berichterstattung zu gewährleisten. Das wird in Hessen bestmöglich, gerade auch bei polizeilichen Einsatzlagen, sichergestellt. Auftrag und Aufgabe der Medien ist es unter anderem, die Allgemeinheit über Ereignisse von öffentlichem Interesse, unter anderem Großveranstaltungen, Demonstrationen, auch gewalttätige Aktionen, Unglücksfälle und herausragende Kriminalfälle aus unmittelbarer Nähe und durch Beobachtung der Geschehnisse zu unterrichten. Aufgabe der Polizei ist es, Gefahren abzuwehren und Straftaten zu verfolgen bzw. aufzuklären. Hierbei kann es im Spannungsfeld zwischen journalistischer und polizeilicher Tätigkeit zu Situationen kommen, in denen sich jede Seite durch die jeweilige andere missverstanden oder gar behindert fühlt. Vor diesem Hintergrund wurden bereits im Jahr 1993 im Rahmen der Gremienbefassung der Ständigen Konferenz der Innenminister und Senatoren der Länder unter anderem die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Presserat bundesweit, mit dem Deutschen Presserat bundesweit gültige Verhaltensgrundsätze zwischen der Presse und der Polizei zur Vermeidung von Behinderungen bei der Durchführung polizeilicher Aufgaben und der freien Ausübung der Berichterstattung formuliert, die aktuell fortgeschrieben werden. Zur Herbstsitzung der Innenministerkonferenz in diesem Jahr ist die Befassung mit diesem Thema und eine Weiterentwicklung der Verhaltensgrundsätze vorgesehen. Auszugsweise möchte ich Ihnen einige dieser Verhaltensgrundsätze der Medien und der Polizei darstellen, die angewendet werden, um die ungehinderte Ausübung der beiderseitigen Aufgaben nach Möglichkeit sicherzustellen. Zur Vermeidung unnötiger Konfliktsituationen sind regelmäßige Kontakte zwischen Medien und der Polizei beste Voraussetzung. Die Polizei soll für die einsatzbezogene Pressearbeit möglichst ereignisnah und eine besonders deutlich kenntliche mobile Pressestelle einrichten. Bei vorhersehbaren Einsätzen sollen die Medien frühzeitig durch die Polizei unterrichtet werden. Die Polizei unterstützt bei ihren Einsätzen, wie zum Beispiel Demonstrationen, die Medien bei ihrer Informationsgewinnung. Andererseits sollen Medienvertreter polizeiliche Einsätze nicht behindern. Auch für sie gelten die polizeilichen Verfügungen, wie zum Beispiel Absperrmaßnahmen und Räumaufforderungen, es sei denn, es werden Ausnahmen zugelassen. Das verfassungsmäßige Recht auf Pressefreiheit ist stets zu gewährleisten, soweit nicht rechtliche oder einsatztaktische Belange dem entgegenstehen. Dies wird im Rahmen der täglichen bzw. der allgemeinen Pressearbeit als auch bei besonderen Einsatzlagen durch die hessische Polizei sichergestellt. Wie dem Schreiben an die Innen- und Justizminister zu entnehmen ist, sehen die Medienvertreter insbesondere Angriffe von Demonstrationsteilnehmern auf ihre Kolleginnen und Kollegen mit großer Sorge. Daher fordern sie ein Konzept, welches Schutzmaßnahmen von journalistisch tätigen Personen umfasst. Hierbei wird gerade die ungehinderte Arbeit der Reporterinnen und Reporter, das umgehende Eingreifen von Sicherheitskräften bei Anzeichen von Angriffen, als auch die Identifizierung und strafrechtliche Verfolgung der Angreiferinnen und Angreifer betont. Darüber hinaus wird aufgeführt, dass Sicherheitskräfte alle Handlungen unterlassen sollen, die bei aggressiven Demonstranten ein Gefühl der Rechtmäßigkeit ihrer Aktion bewirken könnten. Im Zusammenhang mit besonderen Einsatzlagen, wie zum Beispiel größeren Demonstrationen oder Lagen wie zum Beispiel dem Dannenröder Forst, kommt der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der polizeilichen Einsatzbewältigung eine besondere Bedeutung zu. Hierzu erfolgt regelmäßig die Einrichtung eines separaten Einsatzabschnittes, in dem besonders geschulte und ausgebildete Polizeikräfte, zum Beispiel Pressesprecher, zum Einsatz kommen. Zudem fungieren mobile Presseteams der Polizei als Ansprechpartner für die Pressevertreterinnen und Pressevertreter im Einsatzraum. Ein konsequentes Einschreiten bei Erkennen von körperlichen Übergriffen auf Journalisten bzw. Medienvertreter, unbeteiligte Dritte bzw. sonstige Personen ist Maßgabe an alle Einsatzkräfte. Auch die Identifizierung und anschließende strafrechtliche Verfolgung von Tatverdächtigen wird durch die gesetzliche Verpflichtung zur Strafverfolgung durch die Polizei gewährleistet. Der Schutz der Medienvertreter kann nur dann bestmöglich gewährleistet werden, wenn den eingesetzten Polizeibeamten auch bekannt ist,
in welchen Bereichen beispielsweise einer Versammlung sich die Medienvertreter aufhalten und bewegen. Der hessischen Polizei sind in der jüngsten Vergangenheit nur in Einzelfällen anlässlich der Demonstration am 20.03. in Kassel Angriffe auf Pressevertreter bekannt geworden. Hierzu wurden Ermittlungen unverzüglich eingeleitet. Der Schutz der Pressefreiheit ist fortwährender Auftrag der Polizei im Rahmen ihrer Zuständigkeit. Bei gefahrenträchtigen Einsatzlagen bzw. Gefahrenlagen sind jedoch einsatztaktische und rechtliche Belange zwingend zu berücksichtigen. Vielen Dank, Herr Minister. Erste Zusatzfrage stellt Frau Kollegin Löber. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Wie stehen Sie zu der Äußerung der Behauptung von Reportern, dass eine strafrechtliche Verfolgung oft aufgrund mangelnder Identifikation des Angreifers nicht möglich ist, da die Unterstützung der Polizei gänzlich fehlen würde, den Gegenüber zu identifizieren? Herr Minister. Dies entspricht nicht den Handlungsempfehlungen der Polizei. Selbstverständlich habe ich ja hier dargelegt, dass die Polizei den entsprechenden Auftrag hat, einmal den Schutz zu gewährleisten auf der einen Seite und auf der anderen Seite die strafrechtliche Verfolgung. Vielen Dank, Herr Minister. Nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Dr. Wilken. Danke, Herr Präsident. Herr Minister, wie beurteilen Sie die aus Hessen erfolgten Vorstoß, nicht aus Ihrem Haus, sondern meines Wissens aus dem Justizministerium, dass es da zukünftig Journalisten erster und zweiter Klasse geben soll, also entweder die Strafverfolgungsbehörden oder das Justizministerium vorgibt, welche Journalisten unter diesen von Ihnen ja ausführlich dargestellten Schutz zukünftig fallen sollen? Herr Minister Beuth. Es gibt einen Gleichbehandlungsgrundsatz, deswegen wird ein hessisches Justizministerium oder ein hessisches Innenministerium sozusagen keine Journalisten erster oder zweiter Klasse qualifizieren. Es gibt Journalisten nach den Regeln, die entsprechend mit dem Presserat und Journalistenverbänden und so weiter ausgehandelt sind und die werden entsprechend dann auch so behandelt, wie ich es vorhin dargelegt habe. Nächste Zusatzfrage stellt Frau Kollegin Löber. Herr Staatsminister, Sie haben sehr ausführlich geschildert, welche Möglichkeiten derzeit im Strafrecht und bei der Verfolgung bestehen und spricht aber die Justizministerin davon, dass es legislativen Nachholbedarf geben würde. Wie sehen Sie das oder wie stehen Sie dazu? Herr Minister, bitte, jetzt kann ich Sie freischalten. Vielen Dank. Selbstverständlich ist es immer Auftrag einer Regierung, auch anlässlich von entsprechenden Bildern oder Einsatzmaßnahmen und so weiter, darüber nachzudenken, ob es entsprechenden Nachholbedarf gibt, ob das bei der Frage der strafrechtlichen Verfolgung, der Höhe von Straftaten und so weiter ist. Das ist nicht ungewöhnlich. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Dann rufe ich auf die Frage 502. Fragesteller ist der Abgeordnete Thorsten Warnecke. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf die Landesregierung fragen. Führt sie Buch über die Landesstraßen und oder Landesstraßenabschnitte im Sinne eines Registers? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, ja. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Warnecke. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Minister. Ich darf dann nachfragen. Sind damit qualitative, also der infrastrukturelle Zustand, oder quantitative, Bewertung im Sinne der doppischen Buchführung, verbundene Kriterien verbunden? Herr Minister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, nach § 3 Absatz 3 des Hessischen Straßengesetzes ist das Land Hessen verpflichtet, ein Straßenverzeichnis zu führen. Hessen Mobil führt dieses Verzeichnis in Form der Straßeninformationsbank für die in der Zuständigkeit befindlichen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. In der Straßeninformationsbank sind folgende Informationen enthalten: Länge, Verwaltungsbezirk, Trassierung, Netzknoten, Widmung, Bauwerke und Querschnitt. Sie haben, wenn es um den Zustand geht, habe ich Ihnen ja schon mehrfach gesagt, dass wir das voll transparent dargestellt haben. Das kann jeder und jede hier
nachprüfen. Sie gehen auf wirtschaft.hessen.de, dort auf Straßen, dort auf Zustandserfassung und dort ist eine 5 MB große Karte, wo jede Landesstraße mit jedem einzelnen Abschnitt in unterschiedlichen Farben gekennzeichnet für jedermann und auch jede Frau einsehbar ist. Vielen Dank. Staatsminister, Zusatzfrage, Kollege Warnecke. Herr Staatsminister, da Sie dankenswerterweise darauf hingewiesen haben, dass es sich ja auch um die von Hessen-Mobil betreuten Kreisstraßen beispielsweise handelt, können Sie mir erklären, warum wir als Landkreis, wollten wir die entsprechenden Qualifizierungen der Straßen erhalten, dafür extra ein Gutachten bei Hessen-Mobil, das wir auch noch bezahlen müssen, in Auftrag geben müssten? Herr Minister. Herr Warnecke, die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz, wenn Sie sagen Klassifizierung der Straßen. Das verstehe ich nicht, was Sie mit dieser Frage meinen, wenn Sie das nochmal ein bisschen ausführen könnten. Also Klassifizierung der Straße ist eigentlich Gemeindestraße, Kreisstraße, Landesstraße, Bundesstraße. Da brauchen wir kein Gutachten für. Da muss man aufs Schild gucken. Also ich muss bedauern, aber er kann jetzt dazu nichts ausführen, Herr Warnecke. Er könnte nur in der nächsten Frage schon wieder eine Frage stellen. Aber wenn es keine weiteren Zusatzfragen gibt, sind wir auch hier am Ende der Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Und wir kommen zu Frage 504. Fragesteller ist der Kollege Marius Weiß. Ich frage die Landesregierung, welche Maßnahmen hat das Sozialministerium ergriffen, um die Situation der Kinderklinik der Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken HSK in Wiesbaden, in der jährlich rund 3.000 Kinder aus der Landeshauptstadt, dem angrenzenden Rheingau-Taunus-Kreis sowie aus ganz Hessen behandelt werden, zu verbessern? Herr Minister Klose. Herr Abgeordneter, vorangestellt ist zu bemerken, dass die Situation eines jeden Krankenhauses nur durch den Träger verbessert werden kann. Nach § 1 Absatz 1 des Hessischen Krankenhausgesetzes wird die stationäre Versorgung durch ein flächendeckendes, gegliedertes System qualitativ leistungsfähiger und eigenverantwortlich wirtschaftender Krankenhäuser sichergestellt. Aus dieser klaren gesetzlichen Aussage resultiert, dass das Hessische Ministerium für Soziales und Integration ein Krankenhaus nicht direkt durch Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal etc. unterstützen kann. Aufgabe des Ministeriums ist es vielmehr zu überwachen, ob ein Krankenhaus seinen Versorgungsauftrag nach § 19 Absatz 1 Satz 4 HKHG erfüllt. Dieser Pflicht ist das Hessische Ministerium für Soziales und Integration durch einen intensiven Dialog mit den Dr. Horst Schmidt Kliniken sowie anderen Beteiligten, wie beispielsweise den Kinderärztinnen und Kinderärzten der Landeshauptstadt Wiesbaden und des Rheingau-Taunus-Kreises, nachgekommen. Ziel dieser aufsichtsrechtlichen Maßnahmen ist, das Krankenhaus in den Stand zu versetzen, den Versorgungsauftrag vollständig zu erfüllen. Begleitend zum krankenhausaufsichtsrechtlichen Vorgehen nimmt das Hessische Ministerium für Soziales und Integration an dem von der Landeshauptstadt Wiesbaden veranstalteten runden Tisch teil. Die Gespräche fanden in konstruktiver und sachlicher Atmosphäre statt. Es ist insgesamt festzustellen, dass sich die Geschäftsführung der Dr. Horst Schmidt Kliniken einsichtig zeigt, die Versorgungsengpässe bedauert und mit Hochdruck daran arbeitet, die Situation der Kinderklinik und der Kinderchirurgie zu verbessern. Exemplarisch wird dies durch die jüngst mit dem Universitätsklinikum Frankfurt am Main vereinbarte Kooperation in der Kinderchirurgie unterlegt. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Marius Weiß. Herr Minister, der Marburger Bund, Verdi, der Betriebsrat der HSK haben mehrfach Initiativen unternommen und bekannt gemacht, dass seit 2005 erhebliche Mängel bei der HSK bestehen. Beispielsweise ist die Bettenbelegung um 50% reduziert worden, die Intensivstationen deutlich verkleinert, ärztliches Personal um Drittel abgebaut und die Kinderchirurgie wurde aufgelöst. Erst im letzten Dezember gab es dann diesen Aufschrei von 31 Kinderärzten aus Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis, die berichtet haben, dass hunderte Kinder im Jahr 2019 abgewiesen wurden. Warum hat das Sozialministerium jetzt hier erst offensichtlich gehandelt, was den runden Tisch angeht, und erst den Versorgungsauftrag kontrolliert, wenn diese Mängel seit 2005 schon immer wieder bekannt gegeben wurden? Herr Minister.
Herr Abgeordneter, das Sozialministerium hat auch in der Vergangenheit, so wie ich es dargestellt habe, entsprechend seiner gesetzlichen Verpflichtung überprüft, ob dem Versorgungsauftrag durch das Krankenhaus nachgekommen wird. Das war auch der Fall. Sie wissen, dass es ja eine öffentliche Diskussion gab im Zusammenhang mit dem Weggang des Leiters der Kinderstation. Und daraufhin ist dankenswerterweise durch den Träger des Krankenhauses, das ist auch derjenige, der in der Pflicht ist, nämlich die Landeshauptstadt Wiesbaden, ein entsprechender runder Tisch eingesetzt worden. Das HMSI ist dem zuvor auch durch krankenhausaufsichtsrechtliches Vorgehen, so wie ich es dargestellt habe, entsprechend nachgekommen und hat dem auch innerhalb der Diskussion des runden Tisches Nachdruck verliehen. Zusatzfrage, Abgeordneter Weiß. Herr Minister, aufgrund des öffentlichen Notrufs der Kinderärzte aus Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis haben Sie mehrere Briefe bekommen, unter anderem des Oberbürgermeisters der Stadt Wiesbaden, des Bürgermeisters Franz hier, des Landrats des Rheingau-Taunus-Kreises, der Gesundheitsdezernentin des Rheingau-Taunus-Kreises und auch von mir als örtlichem Abgeordneten. Ich weiß nicht, wie es mit Wiesbaden aussieht, aber der Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises und die Gesundheitsdezernentin des Rheingau-Taunus-Kreises haben Monate auf eine Antwort warten müssen. Ich habe bis heute keine Antwort von Ihnen bekommen auf meinen Brief vom 10. Dezember, also über ein halbes Jahr. Finden Sie das einen akzeptablen Umgang mit den kommunalen Verantwortungsträgern und mit Mitgliedern dieses Hauses? Herr Staatsminister Klose. Herr Abgeordneter, es wundert mich, dass die Antwort noch nicht bei Ihnen eingetroffen ist. Ich gehe dem Hinweis gerne nach, weil ich mich sehr gut daran erinnern kann, dass die entsprechenden Antwortentwürfe mit uns abgestimmt wurden. Insofern gehe ich dem gerne nach. Entscheidend ist ja für die Versorgung der Kinder in dem Einzugsgebiet, dass die Situation sich verbessert. Dem wird jetzt nachgekommen und ich sagte ja, es gibt auch eine Einsicht der Klinikgeschäftsführung, dass es da einer Nachsteuerung bedarf. Vielen Dank. Nächste Zusatzfrage stellt die Kollegin Dr. Sommer. Vielen Dank, Herr Präsident. Mich würde noch mal interessieren, Sie haben ja mitgeteilt, dass Sie immer überprüfen, ob der Versorgungsauftrag erfüllt wurde. Vielleicht können Sie mal was über den Verlauf und die Ergebnisse diesbezüglich sagen und was die Bedarfsanalyse und die Überprüfung eigentlich ergeben hat und welche Änderungen jetzt geplant sind. Herr Minister Klose. Frau Abgeordnete, ich kann aus krankenhausaufsichtsrechtlichen Gesprächen jetzt hier nicht direkt Bericht erstatten. Das werden Sie hoffentlich verstehen. Möglicherweise gibt es ja einen anderen Weg, sich darüber noch mal auszutauschen. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 505. Fragesteller ist der Abgeordnete Michael Reul. Dankeschön, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, welche Vorteile bietet der IPSAS-Abschluss des Landes Hessen? Herr Staatsminister Boddenberg. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Kollege Reul. Das ist sicherlich ein Thema, das möglicherweise nur Insider interessiert. Wir hatten allerdings, wenn ich das vorweg bemerken darf, Ende April eine Schalte mit 27 Teilnehmerländern der Europäischen Union. Federführend und einladend waren die Bundesrepublik Deutschland und das Bundesland Hessen, weil Sie alle wissen, dass wir, was die Rechnungslegung des Landes anbelangt, sicherlich eine Vorreiterrolle zumindest in Deutschland übernehmen. Es geht hier um die Frage, jetzt schon, auch wenn noch längst nicht alle Mitglieder der Europäischen Union oder besser gesagt noch einige wenige Mitglieder der Europäischen Union nicht Teil internationaler Standards bei Rechnungslegungsvorgaben sind, erst recht aber leider nur wenige Bundesländer in einer doppischen Form ihre Jahresabschlüsse fertigen und entsprechende Rechnungslegungsstandards brauchen. Obwohl all das noch im Entstehen ist, insbesondere in Deutschland im Vergleich zu Europa, hinken wir da tatsächlich hinterher, sind wir und bin ich persönlich seit vielen Jahren der Meinung, dass wir dringend gemeinsame Regelwerke zur Bewertung der Aktiva und Passiva in den Bilanzen und Jahresabschlüssen benötigen. Und dort haben wir das Land Hessen, wie gesagt, federführend einen IPSAS-Abschluss, das heißt übersetzt internationaler Standard der Rechnungslegung, der sich an IFRS-Rechnungslegungsstandards anlehnt.
einen solchen Abschluss gefertigt. Ich will bei der Gelegenheit mal sagen, das ist ein großartiges Engagement im Finanzministerium, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und auch einzusteigen und diesen Abschluss zusätzlich neben der eigentlichen Arbeit, wenn ich das so sagen, unter IPSAS-Standards zu fertigen. Ich finde, große Verdienste erworben. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein Thema, das für jemanden, der sich da ein bisschen einarbeitet, sehr spannend ist. Ich darf vielleicht darauf hinweisen, dass ich schon in meiner früheren Tätigkeit im Kabinett versucht habe, in Berlin andere Länder zu überzeugen, dass man diesen Weg mitgeht. Das ist bis heute nur in einzelnen Fällen gelungen. Das sage ich völlig außerhalb jeder Kritik, weil der Haushaltsgesetzgeber jeweils des einzelnen Landes für sich selbst entscheiden muss, wie man in dieser Angelegenheit verfährt. Ich will ausdrücklich erwähnen, dass Hamburg ähnlich verfährt wie wir. Es ist ein Stadtstaat, also nicht ganz vergleichbar, aber Hamburg hat einen auch testierten Jahresabschluss. Das sage ich hier öffentlich, weil ich einen freundlichen Brief des Präsidenten des Rechnungshofes von dort bekommen habe, weil ich bei dieser Veranstaltung, die wie gesagt relativ europaweit übertragen wurde, gesagt habe, dass Hessen das einzige Land mit einem testierten Jahresabschluss ist. Ich habe vergessen anzumerken, dass es sich bei unserem Testat um das Testat eines Wirtschaftsprüfers handelt und in Hamburg halt der Rechnungshof dieses Testat erteilt. Ja, das vielleicht mal vorweg. Vielen Dank für die Frage. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann sind wir am Ende der Fragestunde angelangt.